Aus Berlin das Thema bei Anne Will. Der Fall des Bischofs von Limburg. Will diese Kirche wirklich bescheidener werden? Und hier ist Ihre Gastgeberin, Anne Will. Guten Abend. Willkommen. Schön, dass wir alle hier in Berlin sind, auch zu Hause. Es geht inzwischen längst nicht mehr nur um den Limburger Bischof. Inzwischen wird auch längst gefragt, ist diese Kirche zu reich? Und warum genau finanzieren ausnahmslos alle Steuerzahler die Kirche mit, wenn die doch zumindest bei Bauvorhaben weder Mühen noch vor allem Kosten scheut? Dazu sind heute Abend bei uns der Theologe Thomas Schüller, der 14 Jahre lang für den Bischof Kamphaus in Limburg gearbeitet hat und auch dessen Nachfolger Thebats van Elst noch beraten hat. Der Weihbischof von Hamburg, Hans-Jochen Jaschke, ist da. Der Spiegelkollege Peter Wensierski, der seit Jahren daran arbeitet, nicht nur hinter die Limburger Mauern des Schweigens zu gucken. Und bei uns die überzeugte Atheistin und Kirchenkritikerin Ingrid Matthäus-Meyer. Willkommen. Zunächst mal, meine Damen und Herren, in die heilige Stadt. Showdown im Vatikan. Seit Sonntag weilt der Bischof von Limburg in Rom, heimlich angereist, diesmal im Billigflieger. Bischof Thebats van Elst, hat er die wachsenden Baukosten seines Bischofssitzes gezielt verschleiert? Einen gigantischen Anstieg von zunächst genannten 5,5 Millionen auf mehr als 31 Millionen Euro. Entweder ist er ein schlimmer, gefährlicher Lügner oder er ist ein kranker Mann. Unglaublich teuer. Das gilt auch für die Privatgemächer des Bischofs. Egal ob ausgeklügelte Lichtinstallationen für 70.000 Euro, die Hauselektronik für 35.000 Euro oder die bischöfliche Badausstattung für 15.000 Euro. Der neue Papst predigt Bescheidenheit. Um ehrlich zu sein, es tut mir weh, wenn ich einen Priester oder eine Nonne mit dem neuesten Automodell sehe. Das geht nicht. Doch sein Bischof Thebats van Elst ließ sich erster Klasse in die indischen Slums fliegen. Unserem Gast gegenüber, Spiegeljournalist Peter Wensierski, behauptete er jedoch: Bei erster Klasse sind sie geflogen. Business Class sind wir geflogen. Jetzt droht dem Bischof ein Strafbefehl wegen eidesstattlicher Falschaussage. Das wäre, wenn ich für mich, kann mir nicht vorstellen, dass ich da weiterleben könnte. In Limburg Proteste der Gläubigen. Und in Afrika waren die Leute totum, weil sie nichts zu essen haben. Palazzo Bozzi. Der Bischof hat gedacht, ich bin der liebe Gott, ich kann mir das leisten. Die Zahl der Kirchenaustritte hat sich in Limburg vervielfacht. Und die Spenden brechen bundesweit ein. Sie sagen, sie können jetzt nichts mehr spenden, wenn dort so viel Geld verschleudert wird. Selbst die Bundesregierung beklagt die große Belastung für die katholische Kirche. Morgen trifft Robert Zollitsch, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Papst Franziskus. Der Druck ist für mich sehr groß, denn die Leute warten auf Klarheit. Entscheidet sich morgen das Schicksal des Limburger Bischofs? Herr Schüller, Sie kennen das Bistum Limburg sehr, sehr gut. Sie haben da lange Jahre gearbeitet, 14 Jahre lang allein als persönlicher Referent des Vorgängers von Thebats van Elst, nämlich des hochgeschätzten, sehr verehrten Bischof Kamphaus. Sie haben ein Jahr lang auch noch versucht, Bischof Thebats van Elst zu beraten. Ging das eigentlich? Nun, das erste Jahr ist ja immer das spannende Jahr für einen Bischof. Er kennt diese Diözese überhaupt nicht. Und dann versucht man natürlich, dem Bischof alle Hilfestellungen zu geben, dass er das Bistum kennenlernt. In dem Jahr ist mir aufgefallen, sehr früh schon, dass er sehr stark in dem Schema Befehl und Gehorsam agiert. Das heißt, weniger in der Bereitschaft zu hören, als zu reagieren, wenn irgendwo was schiefläuft. Das berühmte Beispiel war dann, da war ich noch in Limburg, der Bezirksdekan, der ein homosexuelles Paar gesegnet hat, wo direkt mit Amtsenthebung reagiert wurde. Das war für mich so ein Beispiel, hier hat sich der Wind geändert. Und zwar deutlich geändert gegenüber dem davor. Ja. Jetzt hören wir im Film, das haben wir auch da und dort jetzt die Tage mal gelesen und auch andere Menschen gehört, die das sagten. Wir hören Jochen Riebel, der sagt, er ist krank. Das ist ja ein harter Vorwurf. Riebel ist auch kein Arzt, aber doch geht er hin und pathologisiert den Bischof. Hat das irgendeinen Hintergrund, bei dem man sagen würde, ja, das verstehen Sie schon, wie er dazu kommt? Ich selbst habe es auch gesagt und würde es heute etwas vorsichtiger formulieren, aber es ist offenkundig, dass
die Wahrnehmung, wie er die Welt wahrnimmt, wie er das Bistum wahrnimmt, wie er sich selbst wahrnimmt und so wie ihn die Öffentlichkeit wahrnimmt, dass da keine Verbindung herzustellen ist. Also wenn er vor 2-3 Tagen noch gesagt hat, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich keinen pompösen Lebensstil pflege und man sieht dann tatsächlich die Wohnung, die Bilder sind ja eindeutig, dann bekommt man das nicht zusammen und das scheint mir die Tragik in der Person des Bischofs zu sein und das ist auch der Grund, warum kaum Kommunikation mit seinen Klerikern, mit seinen Priestern stattgefunden hat, wie auch mit dem Volk Gottes. Er redet, aber es berührt ihn nicht. Und das ist ein großes Problem für einen Bischof. Jetzt sitzt er in Rom. Haben Sie eine Ahnung, wie er da sitzt? Was meinen Sie, im Büßergewand oder eher mit so einem selbstgerechten Gefühl von, mir geschieht hier Unrecht? Also ich kann mich natürlich jetzt nicht in seine Psyche hineinversetzen, aber es ist eine äußerst missliche Situation. Es ist für ihn sicherlich ein Moment, wo er nicht weiß, wie seine Zukunft aussieht. Er ist ja auch noch nicht vorgeladen worden zum Papst. Das geht auch nicht, weil der Terminkalender des Papstes ist schon so voll, dass man nicht einfach dazwischen kommt. Und ich denke, er ist voller Angst und voller Ungewissheit, was nun auf ihn zukommt. Und das Schicksal ist ja relativ eindeutig, was ihn erreichen wird. Nämlich? Ich denke, er wird sich nicht im Amt halten können. Das ist unwahrscheinlich. Bischof Jaschke, was denken Sie? Sie kennen Bischof Theberts von Elst aus einer Begegnung. Auf einer Gruppenreise waren Sie gemeinsam im Mittleren Osten und haben ihn da kennengelernt. Ist das ein netter Kerl? Aufs Erste ein ganz sympathischer Mensch. Er war damals noch Weihbischof, so wie ich auch. Wir waren in einer ökumenischen Gruppe, haben eine Studienreise in den Nahen Osten gemacht. Also ganz sympathisch und liebenswürdig. Als Mensch will ich ihn jetzt gar nicht beurteilen. Wir sind Mitbrüder im Rahmen der Bischofskonferenz, aber der Bischof ist nicht nur Privatperson. Der Bischof steht natürlich für Kirche und ein Bischof, ohne dass die Gläubigen zu ihm stehen. Und ein Bischof, der solche Geschichten wie jetzt in Limburg zu verantworten hat, das ist schon ein Riesenproblem. Und wir merken ja, wie beschämend die Limburger Geschichte ist. Die große Aufregung oder Erregung der Öffentlichkeit ist ja nicht gemacht, sondern sie trifft ja wirklich innere Befindlichkeiten. Und ich sage als Kirchenmann, es tut uns ganz gut, wenn die Medien, wenn die Presse auch so nachhaltig da reagiert. Die Kirche will Stadt auf dem Berg sein, Stadt, die man sehen kann aus der Ferne. Und wenn auf dem Berg solche Dinge passieren, dann ist das Grund zu protestieren und ein Grund auch Änderungen zu machen, ein Grund, solche Dinge nicht weiter laufen zu lassen. Sie sind selber Bischof, Weihbischof in Hamburg, das haben Sie gesagt. Können sich also reindenken, was jetzt ja auch Kirchen, also nach den üblichen Abläufen wohl passieren wird. Was meinen Sie? Glauben Sie, dass Bischof Theberts von Elst jetzt dort in Rom sitzend noch eine gute Lösung findet, die den Schaden irgendwie begrenzbar hält? Oder hat das sowieso gar nicht mehr in der Hand, weil der Papst jetzt entscheidet? Ich will mich da nicht einmischen. Wir müssen abwarten, jetzt welche Ergebnisse das Gespräch von Erzbischof Zollitsch mit dem Papst hat. Wir müssen sehen, ob Bischof Theberts von Elst auch noch mit dem Papst sprechen kann. Auf jeden Fall darf diese Geschichte nicht weiter schmoren. Es muss schnell zu einer Lösung kommen, die einerseits seine menschliche Ehre wahrt. Er tut mir auch leid, wenn ein Mensch auf dem Boden liegt und so eingetreten wird. Er wird Schuld daran haben, aber dann tut mir so ein Mensch auch leid. Deswegen darf das nicht noch lange dauern. Mit welchem Ergebnis, Herr Schöler, Sie haben das angedeutet. Ich denke, es wird ein Ergebnis in dieser Art herauskommen müssen. Ein Bischof muss nicht seine eigene Befindlichkeit pflegen, sondern er ist für die Kirche da. Das ist das Allererste und Wichtigste. Und hätte es dann nicht dem Papst leichter machen können und selber seinen Rücktritt anbieten können? Wer weiß, vielleicht tut er es, vielleicht hat er es schon getan, das wissen wir nicht. Leichter wäre es, wenn er von sich aus dann auch zu einer wirklich demütigen und klaren Entscheidung käme. Ich denke, das ist auch kirchlich der richtige Weg, dass man erkennt, so kann es nicht weitergehen und ich ziehe daraus die Konsequenzen. Und das würde man dann nicht veröffentlichen? Das würde er jetzt erstmal für sich behalten? Weil wir wissen es ja nicht. Wir wissen es ja nicht. Er ist ja erst ein paar Tage in Rom. Er muss ja vielleicht noch mit dem Papst sprechen. Und es muss ein Ergebnis auf jeden Fall seines Rom-Besuches und des Gespräches von Erzbischof Zollitsch mit dem Papst da sein. Da müssen wir ein paar Tage Geduld haben. Ich möchte ja auch nicht eine Kirche haben, die jetzt einfach so mit dem Fallbeil
handelt und reagiert und sagt, ihr kommt nach Rom und dann wird entschieden, die Sache ist geklärt, rüber ab oder so ähnlich. Mhm. Nein, so darf es nicht sein. Er hat das Recht auch, denke ich, dass die Dinge geprüft werden, die bei ihm vorliegen. Wir haben auf der Bischofskonferenz, auf der Ebene der Bischofskonferenz eine Kommission eingesetzt. Ich denke, das Bistum Limburg muss auch sehr klar prüfen, was ist hier passiert. Wer hat Fehler gemacht? Ja, nicht nur er. Mhm. Der Größenwahn, wenn wir es mal so sehen, auf diesem herrlichen Ensemble. Man kann schon verstehen, dass man da etwas sehr Schönes bauen wollte. Aber der Größenwahn trifft ja nicht nur eine Person, sondern da haben ja auch andere Leute ja, mitgewirkt, vielleicht auch ein bisschen geschlafen, nicht gut aufgepasst. Wichtig ist mir noch mal zu sagen, Kirchensteuergelder sind hier nicht verschleudert worden. Insgesamt sind 2 Millionen eingestellt worden. Das ist alles mit Recht und Ordnung. Die Gelder, die dazukommen, sind Gelder aus dem sogenannten bischöflichen Stuhl. Vielleicht können wir darüber reden, es ist Kirchenvermögen. Aber auch das muss nach Regeln natürlich ausgegeben werden, das wissen Sie. Und es kann nicht eine Schatulle sein, in die da jemand hineingreift, um etwas zu bezahlen, was nicht verantwortet. Das wollen wir uns gleich auch ganz genau noch anschauen. Ich weiß auch gar nicht genau, ob man so präzise sagen kann, ob überhaupt kein Kirchensteuergeld jemals ins Vermögen dann geflossen ist. Aber gucken wir uns das vielleicht gleich gesondert an. Frau Matthäus-Meyer, Sie waren sehr lange in der Politik, zunächst in der FDP. Als die sich dann rübermachte zur Union, haben Sie gesagt, nicht mit mir, haben Ihr Mandat niedergelegt, sind in die SPD eingetreten, sind auch noch jahrelang im Bundestag gewesen. Sie kennen Krisenverläufe. Ganz bestimmt aus dieser Anschauung. Wenn Sie es übertragen, hat der Papst eigentlich noch irgendeine andere Möglichkeit, als den Bischof des Amtes zu entheben, um irgendwie den Schaden noch zu begrenzen? Ich glaube, dass er keine andere Alternative hat. Der Bischof kann nicht nach Limburg zurück. Aber ich bitte um Verständnis. Ich bin nicht Mitglied einer Kirche, erst recht nicht der katholischen. Die drei anderen kennen ihn alle persönlich. Deswegen will ich da auch nicht weiter urteilen. Wissen Sie, mir geht es ähnlich so. Er tut einem ja fast schon leid in dieser Weltfremdheit. Der kriegt gar nicht mit, was hier passiert. Mich interessiert mehr, also ich bin der Ansicht, es gibt keinen Weg dran vorbei, dass er da zurücktritt oder dass man ihn entlässt. Mich interessiert natürlich das, aus meiner Tätigkeit auch als Juristin, was hier die Finanzen angeht und dann die Allgemeinheit betrifft. Klar. Nicht nur die Kirche, das eine. In der Tat, die Kirche tut sich schwer mit der Veröffentlichung ihrer Finanzen. Die Bistumshaushalte, die konnte man schon nachlesen, aber auch kompliziert, wenn man das genau rauskriegen will. Die muss man schon im Internet stehen. Ja, ja, also, aber der Inhalt, den richtig zu bewerten. Aber das Zweite ist, das bischöfliche Vermögen des Stuhls, was Sie gerade gesagt haben, da kam man überhaupt nicht dran. Und wenn das Ganze von Limburg schon etwas Positives hat, seit gestern werden die Haushalte, die sogenannten Vermögenshaushalte, veröffentlicht. Jetzt kann man mal drüber gehen, ob die alle so, ob die mit doppelter Haushaltsführung da niedergelegt sind oder ob die richtig sind, aber das ist ja schon mal was Positives. Und das Zweite, was ich wichtig finde, für jemanden, der nicht in der Kirche ist, das von außen sieht, die meisten Menschen wissen nicht, dass die Bischöfe in Deutschland, Ausnahme Hamburg und Bremen, durch sogenannte Dotationen des Staates bezahlt werden. Das heißt, dieser Bischof in Limburg, ich weiß das von Meißner, weil ich in der Nähe von Köln wohne, das wird nicht aus Steuergeldern gezahlt, sein Gehalt, sondern aus den Dotationen, also von unser aller Steuergelder. Und das finde ich nun völlig unpassend. Das ergibt sich aus einer historischen Situation. Im Jahr 1803 wurde die Kirche enteignet und daraus ergab sich, dass man dann das Personal bezahlte. Für aber Katholiken schon wie Protestanten, also für beide, die großen obwohl, christlichen ganz Kirchen. Genau. Ja. Und dann 1919 in der Weimarer Verfassung und bei uns auch heute steht drin, dass diese Staatsleistung, zu denen die Dotationen gehören, abzulösen sind. Das ist jetzt 94 Jahre her und es ist nur nicht abgelöst, sondern das wird immer weiter gezahlt. Das wird sogar angehoben nach Art des öffentlichen Dienstes. Meißner sagt immer, ich werde gar nicht vom Staat bezahlt.
bezahlt, denn auf meinem Gehaltszettel steht Bistum Köln. Aber dass er vorher, sag ich mal, von der Staatskanzlei NRW, und genauso ist es in Limburg, das Geld per Dotation bekommt, aus dem er bezahlt wird, nämlich nach Art eines Staatssekretärs so etwa 12.000 Euro, das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Und falls wirklich der Bischof von Limburg in den Ruhestand tritt, zahlen wir auch die Pension von ihm, wir als alle Steuerzahler, so wie das bei Herrn Mixer vor einigen Jahren, der musste ja auch gehen aus verschiedensten Gründen, wir das auch alle zahlen. Und ich finde, das ist überholt, das muss ein Ende haben. Darüber wollen wir diskutieren. Nicht zuletzt, das ist ja die Frage, die sich über den Fall des einzelnen Bischofs hinaus ganz grundsätzlich stellt. Ich will nur noch kurz verbleiben bei ihm selbst und noch mal sagen, dass wir uns nicht verwirren, der Erzbischof von, also der Kardinal von Köln, Meißner, wird, das wollten Sie uns sagen, nicht aus Kirchensteueraufkommen bezahlt, sondern eben aus allgemeinem Steueraufkommen. Und das ist interessant. Da kommen wir gleich noch mal zu, Herr Wensierski. Aber eins will ich nicht liegen lassen, nämlich Ihren Eindruck abzufragen. Frau Matthäus-Meyer hat ja gesagt, Sie kennen ihn persönlich. Aus Ihren Begegnungen, trauen Sie ihm zu, dass er eigene Fehler jetzt eingesteht? Also Sie haben ja gesagt und gefragt, ob der Bischof krank ist. Ich finde das die falsche Frage. Das Wichtige ist, ich habe nur aufgegriffen das Zitat, weil ich mich die Tage immer gewundert habe, dass man das so schnell daher sagt. Frage. Und ich würde sagen, nicht der Bischof, sondern vor allem das System ist krank, das diesen Bischof ermöglicht hat, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Ihm diesen Freiraum gegeben hat, ihn hochgebracht hat, ja, und zu diesem Skandal geführt hat. Das System, das hinter dem Bischof steht, auch seine unmittelbare Umgebung, die weggeschaut hat, die ergeben vor dieser Autorität und in diesen hierarchischen Strukturen dieser katholischen Kirche aus falsch verstandener Brüderlichkeit viel zu lange weggeschaut hat. Und es muss sich sowohl was an dem Finanzsystem ändern, was Sie gerade gesagt haben, dass der Bischof, der kam ja 2008 nach Limburg und fand im bischöflichen Stuhl Millionen vor, über die er praktisch frei verfügen konnte. Unter der Kontrolle des sogenannten Vermögensverwaltungsrates, von dem kein Mensch in Limburg bis vor wenigen Wochen wusste, wer da überhaupt drin sitzt und was die Herren machen. Und wie wir ja nun erfahren haben, haben diese Herren auch nichts gemacht. Die haben geschlafen. Ja, die wurden ja auch so ausgesucht, nachdem der Bischof das Domkapitel da entmachtet hatte und das Statut geändert hatte. Das wäre nämlich eigentlich zuständig gewesen, oder? Das Domkapitel? Ja, das war vorher zuständig, aber es hat auch nicht alle Informationen, hätte auch nicht alle Informationen erhalten. Herr Schüller kann das sicherlich bestätigen. Dieses System der versteckten Finanzen der Kirche ist ja auch verführerisch für diesen jungen Bischof gewesen, der da nach Limburg kam und diese Millionen dann vorfand. Und von den Kirchensteuermitteln waren ja nur 2,5 Millionen vorgesehen für den Bau. Und er hatte einen Topf, eine Privatschatulle, aus der er Millionen nachschießen konnte. Das kann doch nicht sein. Aber Privatschatulle ist es nicht. Das stimmt nicht. Das müssen Sie korrigieren. Es ist öffentliches Geld und er kann nicht einfach wie ein Privatmann über dieses Vermögen verfügen. Das Domkapitel war tatsächlich zuständig. Das ist dann entmachtet worden. Der dann zu Na ja, nicht worden, ne? Er hat es entmachtet. Er hat es entmachtet, der hat es einfach nicht mehr mit diesen Themen befasst. Ja. Er hat den jetzigen Generalvikar, der war es damals noch nicht, zu seinem persönlichen Beauftragten für das Bauprojekt gemacht, kurz darauf zum Generalvikar, dann zum Mitglied des Domkapitels, sodass das Domkapitel auch paralysiert war. Und so gelingt es dann an allen rechtlichen Regelungen, die das strenge Vermögensrecht der Kirche vorschreibt, vorbei, eben selbst die Dinge anzuweisen bzw. über Dritte anweisen zu lassen. Wobei, ich finde es gut, dass jetzt diese Vermögen offengelegt werden. Es ist höchste Zeit. Und dann, wenn man das bei Limburg dann irgendwann sehen wird, die Struktur dieses Vermögens ist nicht geeignet, daraus flüssiges Geld zu ziehen. Genau. Und die spannende Frage ist jetzt tatsächlich, und das wird die Kommission ja hoffentlich zeigen, woher das Geld stammt. Und ich glaube, dann werden wir noch eine weitere Überraschung erleben. Ja. Warum? Was meinen Sie? Na gut, es gibt ja noch einen dritten Haushalt, es gibt den kirchensteuerfinanzierten Haushalt und es gibt immer noch einen Vermögenshaushalt des Bistums Limburg, über den wiederum ein anderes Gremium, fast aus Domkapitularen allein bestehend und dem Finanzdirektor. Da sind gute Rücklagen gebildet worden. Das ist Geld, was man auch abrufen kann. Und wenn man die Summe sieht und zusammenaddiert, da fehlen halt Millionen. Und die Handwerker beklagen sich nicht bezahlt worden zu sein. Kirchensteuergeld konnte es nicht sein. Das war gedeckelt durch ordentlichen Beschluss. Das ist jetzt die spannende Frage, woher es gekommen ist. Und dann wird es eigentlich noch ärgerlicher, denn Kirchensteuermittel für so ein Projekt zu investieren, das wird das Volk noch mehr erzürnen, zu Recht. Und dass ich Sie richtig verstehe, das
unterstellen Sie jetzt, dass auch das Kirchensteuermittel aufgewandt worden sind? Unterstellen ist das gar nicht. Das ist einfach logisch zusammenaddiert. Also der Bischof kann das ja nicht aus der Privatschatulle bezahlen. Und es muss ja von irgendwo herkommen. Es muss sich um kirchliches Vermögen handeln. Ja, ich dachte, das Vermögen des Bistums Limburg sei so riesig, dass da auch 31 Millionen Euro draus sind. Das Vermögen ist beträchtlich, weil das ist die leistungsstärkste, kirchensteuerstärkste Region. Aber auch darüber kann man nicht einfach verfügen, sondern darüber entscheidet der Diözesanvermögensverwaltungsrat. Da sitzt aber wieder der Generalvikar drin. Also Sie merken, das ist ein Punkt, wo Sie sagen, das System ist krank, beziehungsweise da kontrollieren sich die, die Geld ausgeben, selber und dann führt das zu solchen Entwicklungen. Na, es gab einen ganz wichtigen Punkt. Er hat nämlich für 6,5 Millionen die Anteile von guten Frankfurter Wohnungen, die der bischöfliche Stuhl besaß, verkauft. Er hat also die Kasse dieses bischöflichen Stuhls um 6,5 Millionen aufgefüllt durch den Verkauf von Wohnungen. Er hat sich von dem Vermögenswert getrennt. So, aber der Witz ist, an wen hat er es verkauft? An das Bistum. Genau. Und das Bistum hat es mit Kirchensteuergeldern bezahlt, also hat er praktisch auf diesen Weg, oder man kann auch ruhig sagen, mit diesem Trick, Kirchensteuergelder wieder in seinen bischöflichen Stuhl hineingeholt und damit offenbar, muss man annehmen, seinen Bau mitfinanziert sein. Also sagen wir, die Regeln des Systems sind hier massiv verletzt worden. So, das System hat Regeln, eigentlich strenge Regeln. Sie sagen, das System ist krank, aber das ist verletzt werden kann. Das macht vielleicht die Krankheit aus. An sich haben wir strenge Kontrollmechanismen im System. Ich finde wichtig, dass das Wort Privatschatulle hier vom Tisch ist, denn dieses sind öffentlich-rechtliche Körperschaften. So das ist wichtig. Klar, so ist es. Normalerweise unterliegen öffentlich-rechtliche Körperschaften, wie zum Beispiel Universitäten, der Kontrolle des Staates. Das geschieht hier nicht. Da kann man schon die Frage stellen, ist das in Ordnung? Aber das Minimum ist, dass da Regeln gelten, die einigermaßen bankmäßig und bilanzmäßig in Ordnung sind. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein. Und deswegen hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, zu sehen, was die öffentlich-rechtliche Körperschaft bischöflicher Stuhl mit dem Geld macht. Herr Wenzierski hat versucht, reinzuarbeiten und der Öffentlichkeit zu zeigen, was los ist in Limburg. Seit wann, Herr Wenzierski, beschäftigen Sie sich mit dem Bistum Limburg, insbesondere mit dem Bischof dort und dessen Hang zu luxuriösen Bauten und luxuriösen Reisen? Seit langem, seit vielen Jahren. Und es gab schon seit Jahren Warnhinweise, die schärferes Nachfragen ermöglicht hätten. Auch von den Katholiken in Limburg kam die erste Kritik schon gleich nach dem Amtsantritt 2008. Der Bischof, eine der ersten Taten war, ein roter Teppich musste im Ordinariat gelegt werden zu seinen Arbeitsräumen. Er ließ sich selbst auf den kürzesten Wegen in der Stadt mit der dicken Dienstlimousine fahren, mit einem Fahrer mit weißen Handschuhen und auswechselbaren Nummernschildern. Also das hatte die Katholiken sehr schnell auf die Palme gebracht. Und ich bin dann dort mehrfach gewesen in Limburg und den Vorwürfen nachzugehen. Und, glaubst du das? Also der Bischof stand für solche Gespräche und solche Nachfragen nicht zur Verfügung. Auch an dem Tag, als ich dieses Interview machte, wo ich ihn nach dem Erste-Klasse-Flug fragte, hatte ich ja vorher auch nach einem ordentlichen Interview gefragt, was nicht gestattet und nicht genehmigt wurde. Und es gab so viele Vorwürfe. Dieser Bau entstand, er wurde abgeschirmt mit großen Plastikplanen. Leute, die da vorbeikamen und es fotografieren wollten, denen wurde die Hand vor die Kamera gehalten. Es wurde ihnen gesagt, sie dürfen das nicht fotografieren, was natürlich alles Quatsch war. Die Nachbarn durften auch nicht? Ich wollte an dem Tag, als ich mir den Bau anschaute und auch Filmaufnahmen von dem Bau machte, wollte ich auf die Balkone von Nachbarn gehen. Die Nachbarn hatten gesagt, oh Gott, nein, wir dürfen keinen rauflassen. Uns hat man gesagt, hier darf keiner in den Bau reingucken. Ich war wirklich sehr verwundert. Und dann habe ich an diesem herrlichen Tag, die Glocken läuteten, der Limburger Dom, den gefilmt und aus der Tür trat der Bischof mit seinen Fahrern und den indischen Schwestern. Und das war natürlich eine sehr gute, spontane Gelegenheit zu einem Interview. Sie fragen ihn da auch, nur dass wir das gleich verstehen. Wir wollen den Ausschnitt noch mal zeigen, aber der geht so schnell, dass man vielleicht ein bisschen vorbereitet sein muss. Sie fragen ihn da auch nach Edelsteinen. Was hat es damit auf sich? Es gab in Limburg unter den Katholiken das Gerücht, dass der Bischof nach Indien gefahren sei, um Edelsteine zu holen. Sie müssen wissen, also kaum jemand in Limburg hatte letztes Jahr mitbekommen, dass der Bischof nach Limburg gefahren ist, von Limburg nach Indien geflogen war. Also von dieser Reise ist nicht groß in der Bistumszeitung berichtet worden. Die meisten wussten nicht, was er dort gemacht hatte. Und er ist ja mit seinem Generalvikar sogar zusammengeflogen, also zwei Personen. Und
Es hieß, er lässt dort für den Altar in seiner Privatkapelle Edelsteine in einen Reliquienschrein einschließen. Ich habe auch mit Leuten, Goldschmieden und dem Mann auch, der verantwortlich war, also für diesen Ausstattung des Altars gesprochen und hatte sehr starke Hinweise und Indizien, dass das stimmt. Und deshalb wollte ich da nachfragen. Und in dem Interview sagt auch Bischof Theberz, also er hätte sie nicht mitgebracht, verneint aber nicht, dass der Generalvikar sie mitgebracht hat. Er würde immer häufig nach Indien fahren und Nachfragen beim Generalvikar liefen ins Leere. Das wurde bis heute nicht geklärt. Jetzt stellen wir uns vor, die Situation auf dem Domplatz. Der Bischof kommt aus dem Dom, strahlender Tag, Glockengeläut. Versteht er, dass Sie mit ihm ein Interview führen? Ja. Sieht er die Kamera oder was haben Sie da? Er sieht die Kamera, die wird hochgehalten. Ich filme ihn. Eine richtige, er kommt auf massive mich zu. Kamera? Nein, das oder ist eine kleine ist Kamera. Heutzutage kann man mit kleinen Kameras sehr gute Bilder machen. Da braucht man nicht so große Kameras wie hier im Studio. Und das weiß man auch. Und der Bischof wusste auch, dass ich Journalist bin und dass ich ihm Fragen stelle nach diesem Bau. Ich habe ja diesen Bau auch gefilmt und auch dasselbe erlebt wie die Limburger, dass man dort die Hand vor die Kamera gehalten wird, dass man weggeschickt wird, dass man bedrängt wird, den Bau nicht näher zu betrachten. Und habe die Gelegenheit zu einem spontanen Interview genutzt. Und sein Pfarrer stand auch daneben. Auch neben mir stand ein Limburger Pfarrer und noch ein engagierter Laienkatholik aus Limburg. Die waren hinterher genauso entsetzt über das Verhalten des Bischofs und auch die Antworten wie ich. Schauen wir es uns noch mal an. Keine Edelsteine in Ihnen gebraucht. Ich habe auch mit diesen Dingen nichts zu tun. Aber General Vikar Kaspar hat das gemacht. Und mit dem sind Sie ja erster Klasse geflogen nach Indien hin und zurück. Nein, wir sind zu diesen Projekten hingeflogen. Und zwar so, wie es die Reisekondition der Deutschen Bischofskonferenz und auch unseres Bistums sind. Aber erster Klasse sind Sie geflogen. Business Class sind wir geflogen. Ja. Weil es ein Flug, wir kamen um 3.30 Uhr dort an. Und ich hatte um 6:30 die Messe für die Schwester. Was ist das jetzt? Er ist ja First Class, erster Klasse geflogen, sagt aber Business Class sind wir geflogen. Lügt er hier absichtlich Ihrer Meinung nach oder drückt er sich nur ungeschickt aus? Nein. Ich frage ja zweimal danach, ob er erster Klasse geflogen ist. Und er antwortet klar, Business Class sind wir geflogen. Und das ist klar, wie sich herausgestellt hat, die Unwahrheit. Das hat auch nun die Hamburger Staatsanwaltschaft festgestellt. Also wir Journalisten sind das ja auch häufig gewohnt, dass wir nicht immer klare Antworten bekommen, wen auch immer wir fragen oder dass man vielleicht auch sogar die Unwahrheit gesagt bekommt. Aber es ist schon was Besonderes, in diesem Fall ist ein Bischof war, der nicht sofort wirklich klar gesagt hat, was er gemacht hat, der damit auch den Verdacht nährte, dass er Dinge gemacht hat, die nicht in Ordnung waren. Danach versichert er ja, das war im August dieses Interview, als Sie das gemacht haben, und danach versichert er an Eidesstatt, Sie haben das auch dabei, es gab auch keine erneute Rückfrage des Redakteurs mit dem Vorhalt, aber Sie sind doch erster Klasse geflogen. Und dann, ich habe auch nicht auf einen solchen Vorhalt die Antwort gegeben, Business Klasse sind wir geflogen. Das haben wir aber jetzt gehört. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum man das macht? Wenn wir das hätten, wüssten wir Bescheid, was überhaupt gelaufen ist, was mit seiner Person nicht stimmt. Denn es gibt ja die Vorwürfe auch aus dem Ordinariat, dass er nicht immer die Wahrheit gesagt hat, sondern sogar, dass er Mitarbeiter gezwungen haben soll, auch die Unwahrheit zu sagen. Also den Baudezernenten zum Beispiel über die wahre Summe. Und ich habe heute ja auch erfahren, dass offenbar auch der Nunzius des Papstes hier in Deutschland informiert worden war über die Stückelung der Zahlungen seit Jahren, um nicht diese 5-Millionen-Grenze zu überschreiten, nach der man den Bau hätte und die Ausgaben hätte dem Vatikan melden müssen. Also da scheint wirklich, und ich denke, da wird im Laufe der Zeit noch mehr rauskommen, scheint wirklich bewusst auch hinter den Kulissen agiert worden zu sein, um die Baukosten zu verschleiern. Also intern lagen ja viel höhere Zahlen lange vor, erst 17 Millionen, schon bevor der Bau angefangen wurde, gab es die Schätzung 17 Millionen, hatten wir herausgefunden. Später die Schätzung 27 Millionen und trotzdem wurden Pressekonferenzen gemacht und unsere Nachfragen als Journalisten immer beantwortet, höchstens 10 Millionen. Und das stimmte einfach nicht. Und wissen Sie, dass er da die Unwahrheit auf dem Domplatz mir gegenüber gesagt hat, dabei blieb es ja nicht. Er hat mir ja hunderte von Seiten über seine Rechtsanwälte geschickt, um gegen diese Sache vorzugehen. Er wollte ja in der Woche verhindern, dass es bekannt wird, dass er erster Klasse geflogen ist. Also zwei Tage später stand ja die Postbotin bei mir im Redaktionszimmer und hat einen dicken Brief zum Unterschreiben abgegeben mit einer Rechnung seiner Anwälte über knapp 2000 Euro. Mit der strafbewehrten Unterlassungserklärung. Es ist falsch, stand drin, zu behaupten, ich bin erster Klasse geflogen.
Und jetzt weiß man ja, was geschehen ist. Er ist tatsächlich erster Klasse geflogen. Und für mich hat er auch bis heute nicht klar aufgedeckt, was er alles in diesen 3 Tagen in Indien gemacht hat. Sie glauben immer noch an die Sache mit den Edelsteinen? Ich hatte auch den Eindruck, dass er vor allen Dingen dort war, um mit dem Orden zu sprechen, der seine Haushälterin gestellt hat. Diese beiden indischen Nonnen, die seinen Haushalt in Limburg führen sollten, stammen ja aus Indien, also einer Gegend, wo sie eigentlich ihrer Berufung als Ordensschwester nachgehen wollten und den Ärmsten der Armen zu helfen. Diese Ordensschwester, die Berufung der Ordensschwestern besteht ja darin, nicht einen deutschen Bischof die Hemden zu bügeln und das Essen zu kochen und den Haushalt zu führen. Aber das haben wir oft, dass indische Schwestern in Altersheimen tätig sind, in Krankenhäusern. Wir werden jetzt in Hamburg indische Schwestern bekommen, zum Teil auch in Bischofshäusern, aber nicht einfach als Haushälterinnen. Sie geben dem ganzen Haus irgendwie ein geistliches Gepräge. In Köln etwa haben wir indische Schwestern und so weiter. Ja, aber stellt sich die Frage, es gibt Grenzen, da haben Sie völlig recht. Herr Bischof Jaschke, es stellt sich doch die Frage, welches Gepräge sollten diese indischen Schwestern dem Bischof von Limburg geben in diesem Bau? Mhm. Er hat sich ja da eingerichtet und nach außen dargestellt, wie, ja. Sie meinen, da braucht er eher einen Butler. Nein. Sie unterstellen ihm einen gewissen Hang zur Inszenierung an der Stelle, also er oder? Wollte diesen Flair der internationalen Kirche um sich herum. Der Bau ist ja auch so toll geworden, weil die beiden Damen untergebracht werden mussten. Eine Kapelle musste her, wo er mit den beiden Damen morgens beten kann. Also er wollte etwas darstellen. Und das ist auch der Kurs dieses Bischofs. Also man muss auch mal sehen, vielleicht mal wegkommen mit den Vorwürfen nur gegen diese eine Person. Diese Person ist ja nach Limburg gekommen, eingesetzt von Papst Benedikt, um einem Bistum, das vorher im Ruf stand, liberal zu sein. Der Bischof Kamphaus war der Letzte, der sich den Direktiven des Papstes Benedikt XVI. Widersetzt hatte bei der Schwangerschaftskonfliktberatung. Johannes Paul. Ja, Johannes Paul, Johannes so weit geht's zurück. Aber der Neue wurde gewählt. Der Neue wurde gewählt von Benedikt XVI. Nee, vom Kapitel, vom Domkapitel. Ja. Aber von Benedikt natürlich genehmigt und eingesetzt. Aber er wurde gewählt. Er wurde gewählt vom Domkapitel, ja. Und er soll ja nun auch gefördert worden sein von Johannes Kardinal Meißner aus Köln und hat auch einen großen Fürsprecher noch bis zu den letzten Tagen, Ludwig Gerhard Müller, der Erzbischof in Regensburg war und jetzt fast die Nummer 3 im Vatikan ist, als Nachfolger von Josef Ratzinger als Chef der Glaubenskongregation. Das waren ja alles Fürsprecher dieses jungen, hoffnungsvollen Bischofs, der sozusagen die, ich finde, rückwärtsgewandte Kirche also in Limburg wieder installieren sollte nach diesem eher linken oder liberalen Bischof Kamphausen. Herr Schüller, ich will einhaken an der Stelle, um noch mal was zu verstehen. All das, was da passiert, warum fällt diesem Bischof niemand in den Arm und sagt, das kann doch gar nicht wahr sein? Nehmen wir mal das Beispiel mit dem, ja, mit der Wucht, mit der Herrn Wensierski überzieht, er würde die Unwahrheit behaupten und recherchiert ganz sauber und veröffentlicht auch nur die Wahrheit. Warum sind da nicht hauseigene Juristen beispielsweise, die sagen, mach es nicht, das fällt auf dich zurück? Die Juristen gibt es, aber sobald sie ihren juristischen Rat gegeben haben, wurde es beiseite gewischt, weil das natürlich ihnen dazu geführt hätte, wirklich zu sagen, was geschehen ist. Und das durfte halt nicht gesagt werden. Kollege Wensierski hat es ja gerade von Ihnen hat sie erläutert. Und es hat nicht an Rat gefehlt. Es hat nicht an Rat gefehlt. Es hat an der mangelnden Bereitschaft gelegen, Rat anzunehmen. Und damit sind wir wieder bei dem Wahrnehmungsproblem. Und das ist, ich sage es noch einmal, die Tragik dieser Person. Und man muss sagen, in einem funktionierenden Bistum ist zum Beispiel das Domkapitel, ist der Bischofsrat, also die leitenden Kleriker einer Diözese. Wenn die erkennen würden, dass ein Bischof aus dem Ruder läuft, wenn sie erkennen würden, der Mitbruder scheint etwas nicht in den Griff zu bekommen, dann sind das gestandene Männer und sagen ihm das auch. Das ist auch möglich. Da muss man auch manchmal sehr... Aber es ist doch hier nicht geschehen. Nein, das lässt uns doch nicht glauben, dass es das System stimmt. Nein, aber es wenn ist... Wenn einer das so aushebeln kann. Nein, das, da haben Sie recht. Und das ist Limburger System. Das ist das Limburger versagt. System. Es, aber die handelnden Akteure haben resigniert. Und das wird man Ihnen heute in aller Freundlichkeit sagen dürfen, hättet ihr nicht stärker intervenieren müssen. Und das ist das, was Sie am Anfang sagten. Wir sollten das mit dem Krank nicht weiter perpetuieren, sondern wo sind die Schwächen im System? Die haben persönliche Gründe, aber es liegen eben auch im System Schwächen. Das ist die Geschichte mit Gehorsam und Demut. Und dieser Bischof, das ist mir schon bei der Einführung aufgefallen, hat sehr stark betont, die Kirche ist da, wo der Bischof ist. Die Kirche ist da, wo der Bischof mit seinem Volk ist. Und das bedeutet, wo er auch mit seinem Klerus zusammen ist. Aber dieser Aspekt ist weggebrochen. Und dann hat
hat es dazu geführt, dass bei einer schwierigen Persönlichkeit, die wir jetzt schon beschrieben haben, es zu so einer verheerenden Entwicklung gekommen ist. Ich würde ganz gerne aufgreifen den Namen Müller. Der war Bischof in Regensburg, der ist jetzt die Nummer 3 in Rom, Leiter der Glaubenskongregation. Also der oberste Mensch, zuständig für Ethik und Wahrheit und Würde und Bewahrung des Glaubens. Bewahrung des Glaubens. Ich glaube, es passt zusammen, dass so jemand ihn ja bis zum Schluss verteidigt hat. Bis zum Schluss hat er ihn verteidigt und hat gesagt, das sei also eine bösartige Kampagne der Medien. Das zeigt mir, ich habe Müller an anderer Stelle auch nur nicht persönlich kennengelernt, dass es diese Denke ist, wir sind was anderes, wir sind Bischof. Beispiel, Müller hat vor Jahren in einer Predigt gesagt, dass ein Freund von mir, der Michael Schmidt-Salomon, der würde dafür sein, dass man auch kleine Kinder töten könnte, weil das auch die Primaten täte. Absolut dummes Zeug, das Gegenteil hat er gesagt. Als dann Michael Schmidt-Salomon gegen ihn klagt, sagt er, das war in einer Predigt und da kann ich als Bischof etwas sagen, was so nicht stimmt. Das heißt, Michael Schmidt-Salomon musste durch 3 Instanzen gehen. Erst der Verwaltungsgericht in Regensburg, da hat der Bischof noch gewonnen. Finde ich auch, wirft schon einen Blick auf das Gericht in Bayern. Aber schon der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat gesagt, das geht nicht. Aber er ist noch bis zum, der Bischof, der Müller, bis zum Bundesverwaltungsgericht gegangen. Und das hat ihm ins Stammbuch geschrieben. Auch ein Bischof in einer Predigt ist nicht sozusagen extraterritorial, sondern muss sich an Regeln halten, an Wahrheit und Klarheit. Und darf nicht lügen, aber das ist eben erstaunlich, diese ganze Verheimlichung. Gilt das für Bischöfe nicht, Herr Jaschke, das 8. Gebot, du darfst nicht lügen? Selbstverständlich gilt das und noch viel mehr. Was erzählen Sie denn in Ihren Predigten eigentlich so? Ja. Ich weiß es nicht immer, ich gebe mir schon Mühe, es richtig zu machen. Jeder kann mal was Falsches sagen, dann nimmt man das zurück. Wenn man was Verkehrtes sagt, muss man es zurücknehmen, das ist auch völlig klar. Aber staunen Sie hier nicht? Müller muss man sagen, man muss ihn auch ein Stück weit entmythologisieren. Er ist Präfekt der Glaubenskongregation Nummer 3, das klingt auch sehr gewaltig. Er kann von der Kongregation überstimmt werden. Die Kongregation ist ein beratendes Gremium. Dann sollen Sie ihn mal überstimmen? Ja, wird sich ja zeigen. Er ist ja erst ganz jung perfekt geworden. Aber ich glaube, im Januar. Ne? Zurück zu dem Fall, Herr Jaschke. Mhm. Wie erklärt sich das, dass ein ausgewachsener Bischof riskiert, der eidesstattlichen Falschaussage überführt zu werden? Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich hätte es auf keinen Fall getan. Ich vermute, es war so eine Art, ja, ich sag mal, Verblendung. Er konnte sich das nicht eingestehen und was nicht sein darf, das kann dann auch nicht sein. Ich vermute, dass so ein psychologischer Mechanismus da eingerastet ist. Denn wenn man das mit Verstand sieht, man hat doch keine Chance gegen solche Aussagen. Und gut, ich lebe in Hamburg. Die Hamburger Staatsanwaltschaft erhebt ja auch nicht ohne Grund Anklage oder Anzeige beim Amtsgericht. Also ich kann es mir nicht erklären. Es wäre viel leichter gewesen, hätte gesagt, ja, liebe Leute, es war Herr Wensierski, wir sind Business, wir haben Business gebucht, also sind abgegradet worden, so war das. Nicht? Und so wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Aber eine Aussage, wie sie eben dokumentiert worden ist, auch durch ihr, durch den Film, die ist in jeder Hinsicht, ja, die ist völlig unerklärbar. Ich will noch mal nachhaken. Eine kleine Kamera, haben Sie gesagt, war das. Manchmal sind das ja auch so welche, die sehen aus wie so Fotokameras. Die kann man nicht erkennen. Also ich bin da zu doof, um zu sehen, ob die auch filmen können. War das so eine Kamera? Das war eine Kamera, mit der man filmen kann. Und also so eine Fotokamera, wo er vielleicht noch dachte, das ist nicht aufgenommen worden. Das war schon ein Gespräch. Macht's ja nicht besser. Das macht's ja nicht besser. Also, naja, dann hätte er wenigstens nicht gewusst, was er damit. Er hat ja auch dann, wie das nachher gegen ihn verwendet werden kann. Wissen Sie, es gibt ja nicht nur diese Videoaufzeichnung. Es gibt ja dann auch die Schreiben seines Anwalts 2 Tage später, in denen er schriftlich über seinen Anwalt erklären lässt: Sie behaupten, ich bin erster Klasse geflogen. Das ist falsch. Und dann muss er eine Woche später zugeben, dass er doch erster Klasse geflogen ist, als ich ihm sagte, Sie sind auf Platz 83E oder 83H gesessen, zusammen mit Ihrem Generalvikar. Da liegt halt dann ein Trick, also, ne? Nein, es ist schon so, dass er auch ein schlechtes Gewissen haben musste im Zusammenhang mit diesem Flug. Das ist meine Erklärung. Und ich sag mal was auch zu der Recherche gehörte. Wir hatten ihn ja auch vorher gefragt über das Verhalten an Bord der Maschine mit seinem Generalvikar und hatten dort Fragen gestellt, die er abgestritten hat, dass es so gewesen sei. Aber
Wenn man mal überlegt, woher wir vielleicht die Information hatten, dass er erster Klasse geflogen ist, dann muss ich sagen, dann liegt das vielleicht an den Mitreisenden in diesem Flugzeug, die sich empört haben, dass zwei Herren der Kirche erster Klasse fliegen. Die haben geglaubt, das sind zwei Herren der Caritas und ihre Eltern sammeln und sticken für einen Weihnachtsbasar und sammeln mühsam Spenden für die Caritas. Und dann sahen die anderen Fluggäste auf diesem Lufthansa-Flug eben zwei Herren der Kirche da sitzen, haben sich empört, haben das weitererzählt und so gelangt es an die Journalisten. Und es wurde sogar einiges noch über das Verhalten der Herren gesagt, das auch nicht gerade sehr kirchlich gewesen ist. Was uns aber auch mit was rundweg abgestritten wurde. Und ich glaube, das muss man schon auch als Hintergrund wissen, dass da ein schlechtes Gewissen war auf dem Flug. Und auch ein schlechtes Gewissen war, dass es, der Flug ist ja ein halbes Jahr vorher gebucht worden. Ich habe heute noch mal mit dem Reisebüro telefoniert, wo der Flug gebucht wurde und abgegradet wurde. Also es war eine sehr merkwürdige Aktion. Dass darüber auch dann nicht im Bistum berichtet wurde, was die beiden da gemacht haben, das ist ja auch ein Fehler. Und das hat auch nie einer nachgefragt. Und der Generalvikar, und der kommt mir hier viel zu kurz in dieser ganzen Auseinandersetzung, ist einfach als zweiter Beteiligter eine wichtige Person. Ist die Schlüsselfigur, ist die Schlüsselfigur des Ganzen. Vielleicht können Sie uns noch mehr darüber sagen. Er steht viel zu wenig in der Kritik. Er wurde ja jetzt von Bischof Theberts van Els aus der Schusslinie genommen, indem er einfach in den Ruhestand früher, als es eigentlich gedacht war. Er sollte erst im Dezember in den Ruhestand gehen. Er wurde jetzt aus der Schusslinie genommen. Sitzt aber meines Wissens noch immer im Ordinariat, ist dort jeden Tag, beantwortet aber auch keine Fragen. Und er ist derjenige, der die Verträge unterschrieben hat mit der, mit dem externen Finanzdienstleister, bei dem die Handwerker alle Rechnungen einreichen konnten, wie sie wollten, und die auch alle bezahlt wurden in über 30 Millionen Höhe. Und Generalvikar Franz Kasper hat auch noch eine Geschichte, die weiter zurückreicht. Er ist der Leiter eines Heimes, eines Kinderheimes gewesen, wo auch schon sehr viele Vorwürfe aus der Vergangenheit herrühren und immer noch erhoben werden und nicht bis heute nicht geklärt worden sind. Also wenn ich sage, nicht der Bischof ist krank, sondern das System ist krank, das es ermöglichte, dann gehört auch das Verhältnis Bischof, Generalvikar, Ordinariat, Domkapitel, das gehört einfach mit dazu. Das muss nun wirklich auch mal bis ins Letzte, denke ich, aufgedeckt werden. So auch im Interesse der Kirche. So ist es. Ging es um Finanzgeschichten oder um Missbrauch, weil Sie das eben andeuteten? Es ging um beides. Es geht Vorwürfe dort. Dafür über die Finanzen. Ich kann erzählen Sie bitte. Nein, also man muss ja wissen, dass ein Bischof tatsächlich nicht Rechnungen anweist und er trifft die Entscheidung. Dafür trägt Theberts van Els, Bischof Theberts van Els natürlich die Verantwortung. Aber das operative Geschäft, dass man es an den Gremien vorbeimacht, dass man bestimmte Kanäle benutzt, um da Gelder zu nehmen, damit die Rechnung bezahlt wird, das läuft über den Generalvikar. Und der Generalvikar ist die Schlüsselfigur des ganzen Systems. Ich habe es eben beschrieben, er ist noch bevor er Generalvikar wurde, quasi der Baubeauftragte geworden. Und da sind diese ganzen Konstruktionen, die Sie jetzt angedeutet haben, grundgelegt worden. Ihre Frage bleibt berechtigt. Da waren noch viele andere, die Verantwortung tragen. Warum haben die geschwiegen? Man muss, dass die Leute fragen müssen. Ich kann mir das nicht erklären. Und das ist der zweite eigentliche Skandal. Ja, denn ich meine, wir sprechen hier über ganz viel Geld. Sehr viel Geld, extrem viel Geld. Über 31 Millionen Euro, die jetzt schon aufgewendet worden sind für dieses Projekt bis dato. Aber es gibt Schäden in den umliegenden Gebäuden und so, wofür ja offensichtlich auch noch Geld ausgegeben wird. Also wir reden hier von viel, viel Geld, das man mit Verlaub sinnvoller hätte einsetzen können. Auch eher, für mich als Katholikin, by the way, im Sinne dessen, was ich mir unter meiner Kirche vorstelle, als sowas. So, dieser Generalvikar Kasper, warum genau fällt dem keiner in den Arm? Vielleicht, dass wir uns das Konstrukt noch mal anschauen. Er hat es ja so gemacht, das Domkapitel war entmachtet. Dieser Vermögensverwaltungsrat mit Herrn Riebel, den wir eben im Film gesehen haben, wird eingesetzt. Ansonsten wird eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beschäftigt, die alle Rechnungen sieht. Am Ordinariat vorbei. Am Ordinariat vorbei, genau. Warum fällt das niemandem auf? Und ich will einen Punkt nicht liegen lassen, der mir neu war jetzt, was Sie gesagt haben, dass nämlich auch der Nuntius des Heiligen Stuhls gewusst haben soll davon, dass diese Stückelungen vorgenommen werden. Dazu muss man wissen, wenn ein Bauvorhaben teurer wird als 5 Millionen Euro, dann muss es dem Vatikan gemeldet werden. Zur Genehmigung vorgelegt. Wenn der Vatikan das aber weiß über den Nuntius, warum ist der Vatikan nicht dazwischen gegangen? Das ist eine der erstaunlichsten Meldungen des Tages. Ich hatte sie schon ein paar Tage vorher gehört. Jean-Claude Perissé ist Kirchenrechtler, ist ein Professor des Kirchenrechts gewesen. Wie Sie?
Ja, das sind keine heiligen Menschen. Ne? Aber das soll er gesagt haben. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, weil er gegen seine Profession einfach vorgehen würde. Er weiß ganz genau, bei Projekten, nicht nur Bauvorhaben, wenn man etwas verkauft, wenn man etwas kauft, wenn man Kredite aufnimmt über 5 Millionen, dann muss man vorher, bevor man dieses Rechtsgeschäft tätigt, nach weltlichem Recht, nach staatlichem Recht, muss man vorher die Genehmigung der Klerus-Kongregation einholen. Indem man das, und man muss das Gesamtprojekt sehen, und das Gesamtprojekt kann man nicht zerstückeln, es war ein Bauvorhaben mit mehreren Teilen. Und sollte er dies gesagt haben, dann hat er jetzt ein großes Problem, er ist in den Ruhestand versetzt worden. Auch das gilt es zu recherchieren. Bis zum Beweis des Gegenteils möchte ich es nicht glauben. Ich bin der ungläubige Thomas, weil er würde gegen sein Fachwissen vorgehen, er würde seine eigenen kurialen römischen Kollegen, den Präfekten der Klerus-Kongregation, im Regen stehen lassen, damit auch den Papst. Und das wäre eine weitere interessante Facette dieses unüberschaubaren Skandals. Und warum genau ist es nicht vorher aufgefallen? Wie geht die Stückelung. Das? Ja. Nein, insgesamt, das ganze Ding. Der Spiegel recherchiert, andere Journalisten recherchieren. Richtig rausgefunden hat man es doch jetzt erst, als der Generalvikar irgendwann sich anvertraut hat. Zum Beispiel Volker Zastro von der FAS. FAS, genau. Und man muss wissen, alle drei Körperschaften, Frau Matthäus Mayer hat schon die Rechtscharakter erklärt, alle drei Körperschaften werden durch externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, das ist eine schon gut bewährte Praxis in vielen Diözesen, geprüft. Und bei dem eben genannten Schlechterstellungsgeschäft, also aus dem Substanzvermögen des bischöflichen Stuhls, 6,5 Millionen ja vom Bistum gekauft wurden, damit wird ja Stammkapital verzehrt. Das ist nicht kompliziert. Dann, wenn man etwas verkauft und weiß, dass es mehr wert ist. Also das lag da nicht Cash drin, sondern er musste die Wohnung erst verkaufen, um das Geld Anteile zu kriegen. Und das hat er dann rüber. Und wenn man weiß, dass etwas mehr wert ist und verkauft es aber unter Wert, dann ist das möglicherweise der Verdacht der Untreue. Genau. Okay. Und wenn das eine große Differenz ist, das Bistum konnte ja nicht zu viel Geld in die Hand nehmen, um diesen Anteil zu kaufen, dann ist das ein Untersuchungsgegenstand, den im Moment die Staatsanwaltschaft Limburg prüft. Und dann kam die Sache in Bewegung, als dann von außen diese Beobachtung kommuniziert wurde. Dann hat der Generalvikar gemerkt, jetzt schwimmen die Fälle davon und jetzt kommt die Sache an die Öffentlichkeit. Es erklärt aber immer noch nicht Ihre Frage. Das ist für mich das große Geheimnis, dass das nicht vorher aufgefallen ist. Jetzt die Frage, die wir uns stellen müssen. Warum genau geht uns das eigentlich alles was an? Egal übrigens, ob wir Mitglied dieser Kirche oder einer Kirche sind, es geht uns was an, weil wir Steuerzahler alle, egal ob wir Mitglied sind oder nicht, mitfinanzieren, was die Kirche an Gütern hat. Prunk, Glamour, Reichtum. Armut kennzeichnet die katholische Kirche nicht. Milliardenschweres Vermögen. Zusammengesetzt aus Immobilienbesitz, riesigen Ländereien und den Erträgen aus Kapitalanlagen. Und der deutsche Staat hilft beim Geldeinsammeln über die Kirchensteuer. Rekordeinnahmen der katholischen Kirche in Deutschland 2012, mehr als 5 Milliarden Euro. Doch auch Steuerzahler, die nicht in der Kirche sind, werden zur Kasse gebeten. Rund 200 Millionen Euro sollen in diesem Jahr von den Bundesländern an die katholische Kirche fließen, etwa für Bischofsgehälter. Entschädigungen für Enteignungen von 1803. Damit nicht genug. Kirchliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kindergärten oder Pflegeheime werden längst nicht allein aus der Kirchenkasse finanziert. Der Staat und somit der Steuerzahler unterstützt massiv. Mit jährlichen Milliardenbeträgen übernimmt er mehr als 90% der Kosten. Frau Matthäus Mayer, Sie haben eben schon mal gesagt, Sie sind in keiner Kirche, Sie sind Atheistin. Leben im Rheinland, haben zwei Kinder und wollten diese Kinder in einen katholischen Kindergarten geben, weil es vermutlich in Königswinter oder so keinen anderen gab. Mit wie offenen Armen sind Sie da empfangen worden? Ja. Also ich erinnere mich noch gut daran, bereitete mich vor auf einen Wahlkampfauftritt und mein Mann sprach mit dem Pfarrer, dem katholischen Pfarrer, der ins Haus kam und er fragte meinen Mann, auf dem Zettel steht bei Konfession Vaterstrich, Mutterstrich,
Kind 1 Strich, Kind 2 Strich. Was heißt das? Sagt mein Mann, wir sind alle nicht in der Kirche. Ja, warum wollen Sie denn in einen katholischen Kindergarten? Dann sagt mein Mann, weil es weit und breit keinen anderen gibt. Also das ist das Problem in dieser Region. Und das Wichtige ist, wir hatten ja vor kurzem den Fall. Wie ging es dann zu Ende? Was sagt er? Ja, ich habe dann, ja, dann hat er natürlich gesagt, dass wir da nicht reinkommen. Daraufhin haben wir unsere Kinder im Waldorf-Kindergarten angemeldet. Das hat ihnen offensichtlich nicht geschadet. Aber sie waren schon im frühen Alter von 3 bis 4 Jahren dann Pfarrkinder, mussten immer transportiert werden. Das tat mir immer in der Seele weh. Aber daher habe ich ein genaues Auge auf diese Situation. Denn es stellte sich heraus, was ich damals gar nicht wusste, dass es ein sogenanntes kirchliches Arbeitsrecht gibt. Der sogenannte dritte Weg. Nicht nur, dass sie in ganzen Teilen alleine zuständig sind, Protestanten und Katholiken, was ich jetzt sage, gilt mehr für die katholische Kirche, sondern dass sie ein Arbeitsrecht haben, wo zum Beispiel man auf jeden Fall Mitglied der Kirche sein muss. Das gilt für beide. Wenn beide, sie austreten, auch für Protestanten. Das gilt auch, sage ich ausdrücklich, genau. Das gilt für beide. Wenn sie austreten, fliegen sie raus. Wenn sie, das gilt jetzt für auf Katholiken, höheren Positionen. Wie in Königswinter, dort ist vor einem Jahr ein furchtbarer Skandal gewesen. Eine sehr beliebte und sehr kompetente Kindergartenleiterin verlässt nach 20 Jahren ihren Mann und zieht zu einem Freund. So, dieser Kindergarten wird von ihr geleitet. Kardinal Meissner, der ist zuständig, schmeißt sie sofort raus. Dann wird ihr gesagt, wenn du umziehst und die Leute das nicht wissen, dann kannst du vielleicht bleiben. Oder lass doch deine erste Ehe für nichtig erklären. Das wird alles in dem Buch beschrieben, alles höchst peinlich. Und dann habe ich mal nachgefragt im Jugendwohlfahrtsausschuss der Stadt, wie viel Geld zahlt eigentlich die katholische Kirche für den Kindergarten? Das war mein alter Wahlkreis, ich kenne diesen Kindergarten, steht dran, katholischer Kindergarten. Und da stellt sich heraus, null. Mit null Euro Beteiligung, 100% Oberhoheit über das Privatleben der Menschen. Also die Kirche, die katholische Kirche, zahlt 0 Euro für diesen Kindergarten. Für diesen Kinder. Es gibt auch andere, da zahlt sie noch 3 oder 5 oder 7, aber das ist schon meist Schluss. Meist gehen sie jetzt ganz runter, haben aber dann die Oberhoheit daher, wie sich im Privatleben diese Leute benehmen. Wenn zum Beispiel bekannt wird, dass in einer katholischen Klinik und im ganzen Bereich Köln haben sich jede Menge katholische Kliniken, sie finden kaum eine andere, dass da einer schwul ist, fort ist fort, sofort wird er rausgeworfen. Oder ein Chefarzt in und Düsseldorf. Und auch da ist es so, dass die Kirche nicht finanziert. Gut, dass Sie das noch mal sagen. Ich setze Kliniken das so als allgemein vom Staat finanziert. Man will das jetzt mal endlich mal alles verstehen. Die Krankenhäuser werden finanziert, was die Investitionen angeht, von der Landesfinanzierung für Investitionen und was den Ablauf angeht, das tägliche, was man braucht, über die Krankenkassen oder über die eigenen zusätzlichen Beiträge. Also in der Regel zahlen sie null. Aber in Köln ist es so, dass man, wenn der Mediziner studieren wird, ihm gesagt an der Uni, ich würde mir das gut überlegen, ob ihr hier Medizin studiert. Ihr kriegt hier, weil es ja rauskommen kann, dass ihr schwul seid, keinen Job oder ihr fliegt raus. In Düsseldorf eine katholische Klinik, auch in der Hand bezahlt vom Staat. Der Chefarzt, ein anerkannter Mann, verlässt seine Frau. Nichts passiert. Er geht zu einer anderen Frau. Nichts passiert. Er kriegt ein Kind. Nichts passiert. Und dann heiratet er diese Frau und da schmeißt man ihn raus. Ich hätte gedacht, der Bischof gratuliert ihm, dass er jetzt wieder in den Stand der Ehe tritt. Nein, er fliegt raus. Der Mann musste bis zum Bundesarbeitsgericht gehen, hat dann Erfolg Recht gehabt. Bekommen, ja. Ja, aber stellen Sie sich mal vor, die vielen Leute, die sich gar nicht leisten können, durch 3 Instanzen zu gehen. Genau. Da gibt es einen Organisten, 14 Jahre im Dienst von einer Essener Kirche. Der ist durch 7 Instanzen, der musste immer rauf und runter bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dort hat man entschieden, dass gegen seine Rechte nach Artikel 8 der Menschenrechtskonvention verstoßen wurde. Also er hat Recht bekommen. Übrigens noch was, und der Europäische Gerichtshof, da sehen Sie, das ist so unfassbar. Dann hat das Gericht entschieden, er kriegt Schadensersatz. 40.000 Euro, ist ja nicht so doll, aber immerhin.
Ja, da denkt man ja, den Schadenersatz zahlt die Kirche. Nein, weil es staatliche Gerichte waren, die ihm Unrecht getan haben, zahlen wieder, unser Thema von eben, wir alle miteinander, immerhin sind 37% der Bevölkerung nicht in einer Kirche, die zahlen auch die 40.000 Schadenersatz, weil man rechtswidrig den armen Organisten rausgeschmissen hat. Und da finde ich, ich weiß, dass Herr Jaschke das Ganze etwas anders sieht als das offizielle Recht. Aber erklären es kann so, es uns trotzdem, nein, Herr Jaschke. Die Kirche geben es nicht freiwillig ab. Mit welchem Recht, wirklich, Herr Jaschke, mit welchem Recht nimmt sich die katholische Kirche, das ist ihre Kirche, solche Rechte raus, dass sie jemandem kündigt, dass sie denjenigen vielleicht auch im Vorfeld schon unter Druck setzt, bloß nicht seine sexuelle Orientierung einzugestehen, in Institutionen, die mitunter zu 100% aus der Solidarität der Steuerzahlergemeinschaft bezahlt werden. Zunächst, Frau Matthäus-Meyer, es gibt wirklich grausige Fälle und das kann auch so nicht weitergehen. Wir haben auf Bischofsebene eine Kommission eingesetzt, Bischöfe, die sagen, wir müssen das kirchliche Arbeitsrecht wirklich in guter Weise überarbeiten und sehen, dass so etwas Untragbares nicht weiter passieren kann. Vorschlag? Warum sagen Sie nicht einfach, wir lassen das mit dem kirchlichen Arbeitsrecht? Wir haben ja ein Arbeitsrecht. Ich will mal vom Grundsatz ausgehen. Unser Staat ist so aufgebaut, dass er sagt, wir sind subsidiär. Und wir unterstützen Gewerkschaften, Parteien, Kirchengruppen, die eigene Einrichtungen unterhalten und finanzieren die zum Teil auch mit 80, 90, auch mit 100%. Man darf nur und wir geben den Einrichtungen und diesen Institutionen auch das Recht, dass sie im Rahmen natürlich der allgemeinen Gesetze auf Loyalitäten achten. Also ein katholisches Krankenhaus wird darauf achten, dass es auch irgendwie noch katholisch erkennbar ist. Ein evangelisches auch. Wir haben ein eigenes Arbeitsrecht, die AVR, das haben Sie mir eben selber im Vorgespräch gesagt, die ist gar nicht schlecht, die zahlt ganz gut, die zahlt im Mittelbereich, im unteren Bereich bessere Löhne als im hohen Bereich. Aber da ist manches, hat sich angesammelt im Laufe der Jahre, da muss einiges reformiert werden. Das war noch aber keine Antwort Grundsatz, auf meine Frage, ja, Herr Jaschke. Weil ich hatte gefragt. Ja. Entschuldigung. Warum nicht normales Arbeitsrecht? Ganz genau. Mit welchem Recht lässt sich die katholische Kirche zwar ihre Kindergärten, Krankenhäuser, alles finanzieren, sagt dann aber nicht, Leute, okay, ihr zahlt die Musik, dann bestimmt ihr auch, was gespielt wird. Und sagt dann eben auch, dann gilt da auch das Arbeitsrecht. Und dann darf jemand aufgrund der religiösen Zugehörigkeit oder darf eben nicht diskriminiert werden. Wir sind von der Verfassungslage her im Recht. Katholische wie evangelische haben das Recht, ihren eigenen Tendenzschutz dann auch zu behaupten. Damit muss geschickt und klug umgegangen werden, menschlich umgegangen werden. Aber ist hier ich möchte, in den Fällen nicht der Fall gewesen? Ne? Geben Sie uns würde ich recht. Sagen, nein. Mhm. Und das muss reformiert werden. Aber der Grundsatz, dass wir Einrichtungen haben im Land, die katholisch geprägt sind, anthroposophisch und wie auch immer, das tut der Gesellschaft gut. Und dass der Staat für diese Einrichtungen zahlt, ist auch richtig. Aber dass es ganze Regionen gibt. Das ist ein Problem, wenn es nur katholische gibt. Gibt es eine, da kommen die Auszubildenden von der Schule her, gehen sie zum Arbeitsamt. Dort wird ihnen erklärt, was sie machen können und so weiter. Da sagt eine offizielle Frau vom Arbeitsamt in Bonn zu Muslimen, die sich bemühen um Pflege, dass sie also Krankenschwester werden oder Altenpfleger, lasst das besser sein. Ihr kriegt hier in dieser ganzen Region keinen Job. Also das zeigt, das muss ist nicht einfach, so sein. Gut, das, der Witz ist der, dort, so wo sie es. Nicht unbedingt nee, nicht welche überall. Kriegen, in Ostdeutschland, da... Hamburg ist auch Diaspora. Da würden sie... Da haben wir auch Muslime. Möglicherweise auch Muslime einstellen. Haben Sie ja schon gesagt, die Inder, die sind aber keine Muslime. Egal. Aber dort führt es im Gegenteil dazu, dass Menschen, die eigentlich überhaupt nichts mit der Kirche und mit Gott am Hute haben, eintreten nach ein, zwei Jahren, weil man das von ihnen verlangt. Kümmern Sie sich mal um den Osten, das ist so. Das heißt, obwohl einerseits der Anteil der Menschen, die nicht in einer Kirche sind, wächst, sind fast 40%, nimmt auf der anderen Seite die sogenannte, sage ich mal, Zwangskonfessionierung zu, weil sie in die Kirche gehen müssen, um diesen Job zu kriegen. Und zwar, um das nochmal zu sagen, Herr Jaschke, ich schätze ja Ihre Offenheit, aber das hilft ja alles nichts. Das muss sich dann auch umsetzen. Sie sollen natürlich für Tendenzträger, für
Pfarrer, für Diakone und Ähnliches, sollen sie ja das Recht haben, das haben ja die Gewerkschaften auch und die Parteien, dass die, die loyal gegenüber der Kirche sind. Aber es gibt 1,2 Millionen Menschen, die in Kirche, Diakonie und Caritas arbeiten. Das sind ja nun nicht alle 1,2. Da ist der Pfarrer, da ist der Gärtner, da ist die Putzfrau, da ist der IT-Mann, da ist der Arzt. Die sollen Menschen pflegen, die sollen heilen, die müssen dort nicht verkündigen. Und noch ein Letztes. Sie sagen, die Verfassung steht Ihnen das zu. In der Tat, es gibt ein Urteil des Verfassungsgerichtes von 1985. Würde in dieser Form nie mehr wieder stattfinden. Da hat ein, ist so, sagen einem auch die Richter hinter offizieller, hinter verborgener Hand. Und warum wird da nicht geklagt? Sie könnten das doch lostreten. Nein, man kann ja keine Popularklage machen. Sie können immer nur klagen, wenn Sie selber betroffen sind. Aber Sie kennen doch jetzt zig Leute. Sie sind Juristin, ja, Sie könnten helfen. Ich arbeite in dieser Frage mit Verdi zusammen, denn die versuchen da zu klagen. Verdi sagt, gib mir jemanden, der in einem Krankenhaus ist, Verdi-Mitglied, dem helfen wir zu klagen. Ja, aber zum Beispiel eine Person, die ich kenne, die ist 59. Wenn die jetzt austritt und das Risiko läuft, rausgeworfen zu sein, weil sie austritt, das gilt als schwerer Loyalitätsverstoß, dann muss ja, kriegt sie von Verdi das Geld für die Klagerei als Mitglied. Aber die muss ja noch von 59 bis 65 irgendwo Geld verdienen. Stimmt. Also, es geht also ein hohes persönliches ein Risiko. Ein ganz hohes persönliches Risiko. Was, mit dem Klagen ist nicht immer so einfach. Man muss individuell klagen und das ist... Frau Matthäus Mayer, wir sind dabei, das zu reformieren. Und es muss, ich sag mal, gestufte Loyalitäten geben. Die gibt es ja jetzt, die gibt's jetzt schon. Und ich glaube, dass nicht das staatliche Arbeitsrecht gilt, ist einfach falsch. Sondern es gibt bestimmte Bereiche, und das ist das Streikrecht und das Recht der Aussperrung. Ja. Und es ist die gestufte Loyalität bei besonderen Leitungspositionen und bei Tätigkeiten, die im Verkündigungsauftrag stehen. Sie haben es eben beschrieben. Nein, aber der Verkündigungsauftrag so weit gefasst, ich sage Ihnen, die Putzfrau, der Pfarrer und alle dazu. Und jetzt lassen Sie mich Unsinn. Die Fälle habe ich ja nun wirklich schwarz auf weiß. Wir wollten die heute kannten. Ist nicht lange her, sind alle nagelneu. Und es war bei Ihrem Kollegen Jauch, wo ein Vertreter, ein hoher Jurist, Sie waren dabei, aus Köln gesagt hat, na selbstverständlich muss die Putzfrau in einem katholischen Krankenhaus katholisch sein. Also ich erzähle kein Ammenmärchen. Aber Sie müssen es noch mal... Nee, Herr Schüller, aber der Zustand ist doch nicht gut. Ich muss es retten für den Bischof, Nein, das System mit den vielen katholischen evangelischen Einrichtungen hat so lange funktioniert, wie es genügend evangelisch-katholische Christinnen gab, die aus Überzeugung in diesen Einrichtungen gearbeitet haben. Und wo es auch noch vom Verhalten her eine Identifikation gab. Durch die Deutsche Wiedervereinigung, durch die Veränderungen im religiösen Verhalten und durch die Monostrukturen, die Sie beschrieben haben, gerade im erzieherischen Bereich, ist das nicht mehr zu halten. Es gibt innerkirchlich eine große Diskussion. Da sagen die einen, weil wir das nicht mehr mit guten Christinnen und Christen, die auch noch nach der hohen Messlatte der katholischen Moral leben, sollten wir lieber diese Einrichtung an den Staat zurückgeben. Das wird den Staat sehr freuen. Da müsste er erhebliche Mittel in die Hand nehmen. Und also das war ein bisschen ironisch gemeint. Und die anderen sagen, der Heilige und zurückgeben und dann sind wir mit dem Heiligen Rest. Wir suchen nur noch 2 Schulen, 3 Kindergärten und eine super katholische Universität. Und da sind dann die Vorzeigekatholiken. Die andere theologische Option heißt, reduziert die Anforderungen aus dem katholischen Arbeitsrecht. Das machen die Bischöfe gerade, weil wir mit unseren sehr guten Einrichtungen, das haben Sie auch gerade bestätigt, ich glaube, da gibt es keine Diskussion, Sauerteig in der Welt sind. Das heißt, es arbeiten bereits ganz viele muslimische Frauen in Einrichtungen. Es arbeiten ungetauft in katholischen Einrichtungen, genau wie in evangelischen Einrichtungen. Wichtiger ist aber, dass wir durch die Art, wie wir den Kranken pflegen, durch die Art, wie wir den Schüler ausbilden, deutlich wird, wir gehen von einem christlichen Menschenbild aus. Und das kann jeder, der an Gott glaubt oder der die Haltung mitträgt, ohne zwangskonfessionalisiert zu werden. Aber Herr Schüller, ich verstehe, und weiß auch, dass die, die Sie besitzen, das nicht so scharf sind wie das eine oder andere, wie ich es miterlebe in solchen katholischen Regionen. Aber ich frage Sie ganz einfach, warum muss alles erkämpft werden vor Gericht?
Es gibt ein Landesarbeitsgerichtsurteil von Hamm. Bei der evangelischen Kirche, nur dass die persönlichen Geschichten, Grundrechte, das ist die katholische Kirche. Aber was zum Beispiel die Bezahlung angeht oder Outsourcing, da sind es vor allen Dingen die Protestanten, die schwere Fehler machen. Dinge auslagert. Und dann schlechter bezahlt. Hungerlöhne bezahlt. Das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall, das sollen 8%, so ist die Zahl von Herrn Präses Schneider gewesen, 8% der rund 40.000 Betriebe, das ist eine ganze Menge. Und da haben dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dagegen demonstriert und gestreikt. Und da mussten sie ganz mühselig erklagen. Nach meiner Erfahrung hat die Kirche in all diesen Fragen, sei es Subventionen, sei es die Dotation, sei es die Frage Streiks, nie freiwillig etwas abgegeben muss. Alles ihnen erklagen oder im Bundestag dafür sorgen, dass die Dotation beendet wird. Haben die Medien da eine Macht, Druck zu machen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht? Wir sind ja jetzt über die Dotationen auch wieder zurückgekommen zu den Bischöfen, bei denen wir denken, also da liegt ja nun doch einiges im Argen. Also ich finde, wir haben ja auch in den letzten Minuten hier erlebt, wie kompliziert die Materie ist, aber auch wie schwer sich die Kirchen tun, wirklich damit etwas zu ändern. Aber wir sind dabei, es anzupassen. Aber wann und wie lange dauert das? Und das geht relativ schnell. Jeder Fall, der passiert, ist ein Fall, der ihrer Glaubwürdigkeit, also jeder dieser Fälle, die hier referiert wurden, ist ja ein Fall, der die Glaubwürdigkeit der Kirchen auch erschüttert. Wenn diese Leute entlassen werden, persönliches Schicksal, wenn da eine Frau wegen einer Scheidung rausfliegt aus dem Kindergarten, das kann doch so nicht weitergehen. Und da muss man auch nicht jahrelang drüber reden. Diese Fälle sind ja auch schon vor vielen Jahren passiert. Es wird in den Medien darüber seit langem geschrieben, diskutiert. Und es hat sich nicht wirklich sehr was geändert. Das ist einfach so. Und bei den Dotationen, auf diesen Punkt will ich nur kurz zurückkommen. Der ist auch kompliziert. Ja, das ist nicht kompliziert. Sagen Sie jetzt nicht, das ist kompliziert. Es ist eigentlich, das ist ganz einfach. Versuche es mal zu vereinfachen. Sie kriegen, beide Kirchen, die evangelische wie die katholische, bekommen jährlich eine 500 Millionen Mark vom Staat, von all diesen Steuerzahlern. Euro, ja. Ich weiß auch nicht, die Mark hat Frau Will heute Abend hier eingeführt. Habe ich auch schon Mark gesagt. Ja. Eine 500 Millionen Euro bekommen Sie vom Staat zusätzlich. Die katholische Kirche hat letztes Jahr eine Rekordsumme an Kirchensteuern eingenommen, wie noch nie, 5,2 Milliarden. Es ist keine arme Kirche. Papst Benedikt hat Ihnen am letzten Tag seines letzten Deutschlandaufenthaltes gesagt, Entweltlichung. Genau. Diese 5,2 Milliarden, 500 Millionen Euro kommen dazu jährlich für Ereignisse, die vor 100, 200, 300, manchmal sogar 400 Jahre zurückliegen. Also als die Fürsten wollten, dass die Kirche endlich den Staat die weltliche Macht anerkennt. Napoleon ist der Schuldige. Ja. Es geht auf Napoleon zurück. Aber Sie lassen sich noch immer für Dinge aus der Zeit von Napoleon bezahlen. Ja, da empfehlen Sie doch nicht im Ernst. Haben wir ja eben noch mal gezeigt. Das können Sie doch nicht im Ernst noch jemandem erklären. Ich will noch zwei Sachen sagen. Hier sitzen Schüler aus einem Gymnasium, glaube ich, in Bonn. Genau, werden noch, katholisches Gymnasium in Bonn. Wenn Sie Steuern zahlen, werden Sie noch in Jahren und Jahrzehnten genau für diese Schulden aus der Zeit von Napoleon zahlen. Nach dem Willen von Herrn Jaschke, wollte ich sagen. Und das muss juristisch geklärt werden. Und der Staat traut sich da nicht richtig ran. Herr Jaschke. Es muss politisch geklärt werden. Juristisch ist die Sache glasklar. In der Verfassung steht drin, Sie sind Politikerin. Und die Politik tut sich ja damit schwer, das zu ändern. Weil das Problem seit langem auf dem Tisch will. Ich will es kurz machen. Die Kirchen sagen sogar, ja, wir würden das vielleicht auch akzeptieren, aber wir brauchen eine Abschlusszahlung nach all den Jahren. Denken Sie bloß nicht, dass Sie nach 200 Jahren hier die Schulden aus der napoleonischen Zeit bezahlt haben. Genau. Also die Abschlusszahlung heißt es dann, könnte 25, 30-fach des Jahresbetrages sein. Das heißt hier 20, 30, 40 Milliarden, die vielleicht die Kirchen in einem Schlag, in einer Legislaturperiode von einer Regierung bekommen können, von einer Bundesregierung. Das muss man fair aushandeln, natürlich. Ja, warum aber ist das nicht? Aber nach 200 Jahren haben Sie gar kein Recht mehr drauf. Nach 200 Jahren. Warum haben Sie das Recht darauf? Warum das denn? Die Kirche ist, warum haben Sie noch das Recht darauf? Die Kirche, evangelisch wie katholisch, ist brutal enteignet worden.
Ja, natürlich ist sie das, das wissen Sie. Also 1803, im Reichsdeputationshauptschluss. Und darauf gehen all diese Staatsleistungen zurück als ein Ersatz für die Enteignungen. Ich bin auch längst dafür, dass das abgelöst wird und dass man einen vernünftigen Kompromiss findet. Aber daran taut sich im Moment keiner so recht. Aber könnte jetzt diese Situation, wo man ja über den Fall des Bischofs, des Limburger Bischofs, auch eins erfährt, nämlich, dass sein Bistum, vermutlich noch andere Bistümer in Deutschland, über unfassbar viel Vermögen verfügen. 100 Millionen ist doch nicht unfassbar viel. Ich glaube, manch einer von uns hätte die gern. Also in einem bischöflichen Fundus, und der hat ja auch Einrichtungen zu unterhalten, 100 Millionen. Nein. Was werfen die an Zinsen ab und so, das wissen Sie alles. Herr Jaschke, ich habe den Eindruck, dass die deutsche Kirche gehört zu den reichsten Kirchen der Welt. Und wenn 100 Millionen nicht viel sind, mag ja sein aus Ihrer Sicht. Und auch aus der Sicht eines einzelnen Bischofs, Theberts von Elz, hat ja auch offenbar so gehandelt. Nein, das Problem hat er ist, verkehrt gemacht, das ist doch völlig klar. Ja. Weil es aufgefallen ist, nein. Oder? Nein. Das war der Fehler. Also, ich denke, ich glaube, es ist ein Problem der Kirchen, dass sie die reichste Kirche vielleicht der Welt, eine der reichsten Kirchen der Welt ist, weil Reichtum macht ja nun auch satt, behäbig und nicht gerade reformfreudig. Man will ja an dem Zustand gar nicht so viel ändern. Und mein Eindruck ist oft, dass man ganz zufrieden ist, dass man nächstes Jahr, wenn die Steuern sich erhöhen in diesem Land, könnten die Kirchensteuern noch höher ausfallen als die Rekordsumme im vergangenen Jahr. Also Steuern sind Kirchengelder, die Staatsleistungen sind andere Gelder. Ja, aber darüber kann man streiten und man muss gute Wege finden, das zu lösen. Steuern sind Gelder der Katholiken oder der Protestanten, die Mitglieder der Kirche. Es ist doch bequem, jedes Jahr über 5 Milliarden Kirchensteuern einzunehmen. Dazu noch vom Staat eine halbe Milliarde Euro an Dotationen. Aber nicht alles durcheinander mischen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist alles, weil Sie sagen, es sei juristisch unklar. Das ist Quatsch. Juristisch ist es glas. Nein, es fehlt der politische Wille der großen Parteien, die Grundsätze festzulegen, nach denen die Ablösung zu erfolgen hat. Das ist doch ganz wichtig, hier zu klären. Ja. Juristisch ist es glasklar. In der Verfassung steht drin, schon seit über 90 Jahren, die Staatsleistung an die Kirchen, das ist damit gemeint, sind abzulösen. Und das Wort ablösen heißt sogar mit einer Schlusszahlung. Aber das war 1919 und seitdem haben sie immer wieder kassiert. Da muss doch nicht jetzt noch eine Zahlung her. Das politische Problem ist, da haben Sie recht, dass keine Partei, leider auch meine eigene, sich auf diesem Feld bewegen. Bei der Debatte vor einem halben Jahr im Deutschen Bundestag hat sogar eine CDU-Kollegin aus dem Reichskonkordat 1933/34, wie Sie wissen, das erste große Vertrag des faschistischen Staates mit einer Fremdmacht, was den Hitler sehr aufgewertet hat, die zitiert sogar aus dem Reichskonkordat, um noch dieses zu unterstützen. Ich denke, mich tritt ein. Herr Wenzierski, es ist ja ein Wahnsinn, wie historisch diese Sendung jetzt schon ist. Große Klasse, gefällt mir sehr. Sind wir auch an einem historischen Moment jetzt, der doch mehr als günstig ist, in dem Sinne, wie ich Sie verstanden habe? Dieser Papst will, dass die Kirche eine Kirche der Armen ist. Ist das die Chance, um jetzt mal zu sagen, so große Transparenz, erster Punkt, wird jetzt von manchen Bistümern schon gemacht, die alles offenlegen, was sie haben, nicht nur den Haushalt, was sie mussten, sondern auch ihr Vermögen. Das passt doch alles in eins. Ist das der Moment, wo sich jetzt was ändert? Es ist einfach eine große Chance für die Kirche, jetzt wirklich da eine Wende einzuleiten im Verhältnis zum Geld und wirklich alles offen zu legen und transparent zu machen und Glaubwürdigkeit zurück zu gewinnen. Also dieser Skandal in Limburg hat die Glaubwürdigkeit tief erschüttert. Ich würde es fast mit dem Missbrauchsskandal vergleichen. Also die Glaubwürdigkeit der Kirche ist nach 2-3 Jahren, nachdem dieser Skandal war, erneut dahin. Und sie können die Glaubwürdigkeit, denke ich, wenn überhaupt, dann nur zurückerobern, wenn sie da ein ganz anderes Verhältnis zu haben. Wenn sie ihren eigenen Papst fordern und schnell handeln und sich auch ändern. Wir werden möglicherweise bald nicht mehr den Bischof Theberts von Elz in Limburg haben. Dann steht da ein großes Haus leer, das danach fragt, was geschieht denn jetzt hiermit? Und dann wird dieses Land auch sicherlich darauf gucken, was macht die Kirche mit diesem Bischofshaus? Wird da ein anderer Bischof einfach einziehen oder gibt es eine andere, vielleicht soziale Idee, was man damit machen kann? Sie könnten sich bewerben, Herr Jaschke. Ich will noch einen sagen. Ich bin zu alt. Sie würden schön wohnen.
schön. Ich habe ein ganz interessantes Gespräch mit einem Kirchenhistoriker geführt, der gesagt hat, Bischofshaus, das war in der Urchristenzeit, auch 300-400 Jahre danach, das war das Haus der Diakonie. Das hat man den Armen, Kranken und Schwachen der Gesellschaft geöffnet. Die kamen dahin, wurden da aufgenommen. Das ist der Sinn des Bischofshauses und nicht Prunk und Potz nach außen, um was darzustellen, haben wir ja auch nicht in der Regel, die man gar nicht mehr hat. Wir haben doch keinen Prunk und Protz bei Bischofshäusern. Na, also das Limburger ist, ich wohne in einer Mietwohnung. Es gibt beides. Die ist nicht ganz klein, genau. Am dritten Stock. Ich habe keinen Aufzug, muss jeden Tag 60 Treppenstufen hochsteigen. Sind Sie so ist fit, gesund. Ne? Ja, natürlich. Also einer Mietwohnung mit 12 Parteien in einem Hause. Erzbischof Thyssen, der Hamburger Bischof, wohnt im Bischofshaus, in dem früher die Weihbischöfe gewohnt haben. Aber wenn Sie da reinschauen, sagen Sie auch, naja, da ist viel Treppenhaus und auch nicht viel mehr. Also die Häuser sind nicht alle sehr prächtig. Natürlich gibt es historische Palais. Da wird für die Bischöfe eine kleine Wohnung eingerichtet, weil die Bischöfe ja alles versteuern müssen, auch natürlich, was sie privat nutzen, ist doch völlig klar. Man kann ja nicht 500 Quadratmeter versteuern. Geld wird der Vorteil, die werden zusammengeschnitten, dann die Wohnungen. Also da muss man auch genau zugucken. Die Süddeutsche hat heute das, glaube ich, auch ganz gut geschildert. Mich wird bald das ZDF besuchen und einen Hausbesuch bei mir machen, wie ein Weihbischof wohnt. Die kommen nicht, wenn sie jetzt wissen, dass sie die ganze Kameraausstattung und so weiter 3 Treppen hochtragen müssen, damit sie jetzt schon mal erstmal dahin, Herr Schüller, zum Schluss. Ja. Vielleicht, dass Sie uns eine kleine Idee geben, was müsste rein in dieses Haus in Limburg jetzt, damit sich auch darüber zeigen ließe, dass die Kirche was gelernt hat. Also ich glaube, dass es eine soziale Nutzung geben muss. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, wenn ein neuer Bischof kommt, dass er in dieses Haus einziehen wird. Das ist einfach nicht vorstellbar. Und dass man kann es aber auch nicht abreißen. Das wäre ja auch Verschleuderung von Geld. Das geht nun gar nicht. Vorne sind Sitzungsräume, die kann man sicherlich für die Gläubigen nutzen, für Treffen. Insgesamt wird das eine bleibende Wunde sein, eine offene Wunde, die nicht zu schließen ist. Und die wird uns noch lang als keins Mal begleiten. Ich glaube, um Ihre politische Frage zu beantworten, es ist wirklich eine historische Situation insofern, dass Transparenz kommt, dass man über Dotationen jetzt ernsthaft verhandeln wird. Das ist aber ein wechselseitiger Prozess und das ist gut. Und es ist gut, dass es die Medien geschafft haben, der Kirche wieder sehr genau auf die Finger geschaut wird und deutlich gemacht wird, Geld ist kein Selbstzweck, sondern das ist dafür da, den Ärmsten zu dienen. Und wenn das gelingt, werden wir auch wieder glaubwürdig sein. Wow. Schönes Schlusswort. Danke an Sie. Danke an Sie, dass Sie bei uns waren. Und nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss.